Der tiefe Wandel, in dem sich die Welt befindet, hat viele Gesichter. Und doch beschäftigt mich die Frage, was ist der Zweck und wohin wird es führen? Ist es möglich, dass wir als Menschheit eine ganz neue Erfahrungsebene betreten? Und wenn ja, welche? Wenn dich diese Fragen auch beschäftigen, dann herzlich willkommen zu dieser Folge in deinem Lebe glücklich Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Seinspotenzialcoach und Chakra-Therapeutin. Ich hatte dir in meiner letzten Folge über meine schamanische Reise erzählt, in der ich über den Tod zum Schöpfer und wieder zurückreiste. In dieser Folge möchte ich die Erkenntnisse meiner Reise im Zusammenhang zu den anfangs gestellten Fragen, wer wir sind und wohin wir gehen, vertiefen. Wenn du die letzte Folge verpasst hast, macht es Sinn, sie dir ergänzend anzuhören. Ich verlinke sie dir gerne im Text. Im Folgenden werde ich wieder einmal in der Ich-Form erzählen, damit du selbst entscheiden kannst, ob du es für dich und dein Sein adaptieren möchtest. Während meiner schamanischen Arbeit betrat ich einen Bereich, in dem es mein Selbst noch gar nicht gab. Ich tauchte tief ein in die Schöpfungsdynamik. Dafür durchlief ich zuerst alle dichten und immer feinstofflicher werdenden Schichten und verschachtelten Zyklen des Seins. All meine Gedanken und Anhaftungen, all meine Emotionen und Gefühle schienen lebendige Welten oder besser noch Wesenheiten zu sein. Mein Bewusstsein durchlebte jede einzelne Wesenheit und starb durch jede Welt hindurch, bis hin zu dem Punkt, an dem selbst Denken und Bewusstsein nicht mehr möglich war. Einzig die Hingabe, das Auflösen und das Verschmelzen im Nichts. Das unendliche, ewige Nichts, in dem es nicht einmal einen Schöpfer gab. Stille, alles, Bewegungslosigkeit, Licht und Dunkelheit in einem, keinerlei Polarität. Zurück bis an den Startpunkt, aus dem unser Beginn geboren wird. Ich befand mich in einem Zustand, der nicht einmal die Idee des Lebens oder meines Seins beinhaltete. Keine Zeit, kein Raum, keine Existenz. Wie lange ich dort verblieb, kann ich nicht sagen. Gefühlt war es eine Ewigkeit und ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich diesen Zustand überhaupt wieder verlassen habe. Irgendwann begann ich mir ganz sanft meiner selbst bewusst zu werden. Nicht als Mensch, sondern als Sein. Ich nahm wahr, dass es mich gab. Ich war auch nicht irgendwo inmitten von irgendwas, sondern es gab mich einfach, als alleiniges Sein. Nichts existierte außerhalb von mir. Ich war alles. Aus dem Nichts war das Bewusstsein, das sich seiner selbstbewusste Sein erwacht. So würde ich es am ehesten beschreiben. Ich erinnere mich gut daran, dass ich Gefühle wahrnahm, die einer gewaltigen Ekstase glichen. Ich selbst war diese Ekstase. Gleichzeitig spürte ich ein intensives Gefühl der Unerträglichkeit, alles und somit ganz alleine zu sein. Je mehr mein Bewusstsein erwachte, umso intensiver wurde mein ekstatisches Staunen, jedoch auch der Schmerz der ewigen Ausschließlichkeit in der Unendlichkeit. Währenddessen waren diese Empfindungen nicht voneinander getrennt. Das kann ich allerdings erst im Nachgang so beschreiben. Währenddessen waren Gedanken noch nicht möglich. Ganz plötzlich wandelte sich die Wahrnehmung von meinem Ich Bin hin zu dem Alles. Ich konnte von einem gewissen Bezugspunkt auf all das schauen und gleichzeitig war ich alles selbst. Für unser Dimensionsverständnis schwer vorstellbar, also in etwa kannst du es dir so vorstellen, als ob du dich selbst von außen sehen könntest, während du in deinem Körper bist, gleichzeitig. Dadurch war die Neugierde meines Bewusstseins geweckt und es strömte in all das ein, was es wahrnahm und entdeckte sich isoliert in dem betreffenden Anziehungspunkt.
Der Schmerz des Alleinseins wich der Freude, alles zu sein. Und ein ekstatischer Tanz mit den Energien und Fraktalen begann, mit denen ich eins wurde und mich wieder löste, in andere eintauchte und mich in alles hinein verschmolz. Ich war alles und das Kleinste, alles gleichzeitig und hin und wieder isoliert das eine oder das andere, während ich währenddessen alles war. Im Nachgang kann ich ziemlich sicher sagen, dass zu diesem Zeitpunkt mein Wille erwachte. Die Intensität der Empfindungen als körperloses Sein gleicht einem Feuerwerk. Somit wurde mein Wille zu einer grenzenlosen, gewaltigen Macht. Ich erinnere mich gut an die gewaltige Kraft, die ich selber war, die sich wie ein Vulkanausbruch in die Schönheit und die Liebe hinein ergoss und sie damit auch gleichzeitig zu erschaffen schien. Explosionsartig nach außen und implodierend nach innen, wo sich wiederum Welten und Dimensionen auftaten. Zum ersten Mal spürte ich bewusst, es gab ein Innen und ein Außen. Dieses Spiel spielte ich voller Faszination immer wieder, bis mein Sein lernte, die Polaritäten zu differenzieren. Damit erwachte mein Bewusstsein immer mehr zum Ich bin, immer noch nicht vollständig getrennt von allem, jedoch spürbar wahrzunehmen. Es gab zumindest auch eine Ich-Wahrnehmung, die sich, ja, für Nanosekunden als eigenständig oder unabhängig von allem anderen erleben konnte. Für mein Bewusstsein waren diese Zustände der Differenziertheit sehr angenehm. Sie vermittelten mir Halt und ein Gefühl von Sicherheit, bis ich wieder in alles hinein explodierte. Das alles zu sein empfand ich im Nachgang als verunsichernd und somit steuerte ich immer mehr die Erfahrung an, etwas zu sein. Ich vermute, dass es ein ganz entscheidender und vielleicht sogar zu verallgemeinender Manifestationsschritt. Ich schaffte es immer länger, in einem eigenständigen Zustand zu verweilen und mich mit ihm zu identifizieren. Meist war es ein Gefühl oder eine Art Gedanke. Der machtvolle Wille, etwas zu sein, wurde zu meinem Sein. Ich wurde zum Willen. Und er lehrte mich mehr und mehr zu fokussieren und den Fokus zu halten. Fokus und Wille scheinen zwei elementare Manifestations- oder Inkarnationswirkmächte zu sein. Doch spürte ich auch zusätzlich Energien, die mir halfen, durch die Prozesse hindurch zu surfen, denn das war gar nicht so einfach. Mit diesen Energien wurde meine Essenz geboren. In meinem Falle war es die Essenz der Hingabe. Jede Seele scheint auf dem Weg ihrer Inkarnation ihre eigene Essenz herauszukristallisieren. Die Hingabe war mein Werkzeug. Sie wurde zur Signatur, die sich auch heute noch in meinem irdischen Leben als mein, ja, persönlicher Joker erweist, weil ich sie bin. Am Ende dieser Folge sage ich dir noch etwas zu deiner Seelenessenz. Zu diesem Zeitpunkt teilte sich mein Bewusstsein in zwei Wirkmächte. Einmal mein machtvoller Wille, den ich meinen Geist nenne, und die Energie der Hingabe, die ich meine Seele oder Seelenessenz nenne. Während dieser Reise erkannte ich den Schöpfer. Der Schöpfer, in dem all das Beschriebene und mehr stattfand. Der Schöpfer, der ich selber war und somit bin. Ich bin das Flussbett und der Fluss, der Boden und die Pflanze, das Licht und die Dunkelheit, die Fülle und die Leere. Ich bin der Traum und der Träumer. Der Schöpfer,
der seine eigene Schöpfung ist. In der Hingabe an dieses Sein verschmolzen mein Wille und meine Hingabe und gebaren die dritte Wirkmacht, die verkörperte Liebe, die Materie. Ein wunderschönes Baby wurde in den Kreis der mich behütenden Teilnehmer geboren, um Liebe und Hingabe in die Welt zu bringen. Diese Wahl habe ich einst getroffen, auf einer höheren Ebene meines Seins. Und diese Reise hat mich an meine Entstehung erinnert. Es war eine Reise durch das längst Geschehene, das längst Gewordene und in der Ewigkeit Andauernde. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Seelensignatur, seine Seelenessenz, so wie ich sie nenne. Eine Essenz ist das Wesen einer Sache, die unbeeinflussbar von den äußeren Umständen besteht. Unsere Seelenessenz definiert sich über den Weg der Inkarnation. Während der Loslösung aus der Alleinheit ist sie das Werkzeug, welches uns hilft, diesen Prozess zu vollziehen. Du musst dir vorstellen, dass dieser Prozess unaushaltbar schwierig sein kann. Und das Werkzeug, also deine Seelenessenz, die sich daraus bildet, ist das, womit es dir gelingt. Bei mir war es die Hingabe, das Einzige, was möglich war. Am vergangenen Mittwoch und am Donnerstag haben wir in meiner Ausbildung die Essenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer herausgearbeitet. Zum Tragen kamen ein paar Beispiele von Seelenessenzen, die ich dir hier benennen möchte. Wie zum Beispiel Loslassen, Vertrauen, Kontrolle, Fokus, Ausdruck, Verständnis, Mitgefühl, Widerstand, Verwirklichung, Geborgenheit. Und es gibt unzählig viele Seelenessenzen. Oberflächlich kann es scheinen, als seien sich diese Beispiele ähnlich, doch ist die empfundene Intensität so gewaltig, überwältigend und notwendig, dass die Essenzen nicht miteinander zu vergleichen sind. Aus der Essenz gestaltet sich das Individuum, und das ist unverwechselbar wie ein Fingerabdruck. Anzumerken ist auch, dass die Essenz nicht nur empfunden wird, sondern wir werden zu ihr. Auch in diesem irdischen Leben findest du Hinweise auf deine Essenz. In der Regel warst du als Kind mit ihr sehr im Widerstand. Vielleicht bist du es heute sogar noch. Finde heraus, was deine gegebenenfalls herausfordernden Lebensumstände, besonders die aus deiner Kindheit, von dir abverlangten. Wo hinein solltest du gebrochen oder erzogen werden? Durchtauche deinen Widerstand und schaue dahinter. Bei mir war mein Widerstand die Wut. Mein Widerstand, meine Wut rebellierte gegen die Ohnmacht. Die Ohnmacht meiner Lebensumstände. Doch hinter der Ohnmacht lag die Hingabe, das sich Ergeben in die Lebensumstände. Du ahnst nicht, wie viele Jahrzehnte ich gebraucht habe, um das zu erkennen, das Geschenk darin zu erkennen. Doch Frieden zu finden mit deiner Essenz lässt dich zu ihr werden. Und das vollzieht den nächsten Schritt, als Mensch zur Seinheit zu werden. Die Evolution geht aus der Alleinheit in das Individuum, über die Seinheit in die Ganzheit. Die Ganzheit, die Seinheit, wenn jeder in seiner Seinheit erwacht, erstrahlt, werden wir alle miteinander zur Ganzheit, zu einer Wirkmacht der Ganzheitlichkeit. In Liebe,
deine Schwester im Geiste. Deine Linda.